In OLAP kann sich das Thema Abrechnung und Chargenerfassung auf mehrere Schultern im Labor verteilen. Ihr könnt also im Team, jeder an seinem Desktop- oder Tablet-Gerät, die Abrechnung einsehen. Ihr könnt die Technikernummern ergänzen über einfaches Anklicken der Schaltfläche. Dann kann man den Techniker entsprechend auswählen. Wir haben auch eine Abhakfunktion, wo man ganz einfach und schnell per vorherigen Aktivieren die Position anklicken kann, die man erledigt hat. Das ist am Tablet sehr komfortabel. Ihr habt die Möglichkeit, die Mengen zu bearbeiten, Abrechnungspositionen hinzuzufügen. Mobil auf dem Weg zum Abdampfer kann das erledigt werden. Ihr könnt ganz einfach Chargen erfassen. Das kann jeder machen, ohne große Vorarbeit. So ist das Thema Chargenerfassung halt schön gleichmäßig verteilt und bleibt nicht nur am Büro hängen. Und damit ihr das Ganze natürlich nicht nochmal im Abrechnungsprogramm neu eingeben müsst, haben wir viele Schnittstellen. Ich zeige euch das jetzt am Beispiel von Devis. Ihr übertragt per Klick die ganze Abrechnung an die Abrechnungssoftware. Devis meldet sich nach ein paar Sekunden mit diesem Fenster und ihr könnt den Vorgang importieren und habt damit dann die Rechnung erstellt. Also die ganze Vorarbeit, die ihr bei OLAP leistet als Team, läuft dann gebündelt bei OLAP zusammen und ihr habt mit einem Klick die Rechnung erstellt. Was bei Devis sehr nett ist, was finde ich so ein bisschen hervorsticht, wir sind jetzt in der Rechnungserfassung und man kennt das, man wird genau in dem Moment angerufen. Der Kunde möchte gerne irgendwas über den Kostenvoranschlag erfahren und der Beleg ist gerade geöffnet. Ihr habt hier die Möglichkeit, einfach in einen anderen Tab zu gehen und einen Kostenvoranschlag aufzurufen. Ich mache das jetzt einfach mal anhand von diesem Kostenvoranschlag. Und wenn dann blöderweise genau noch der nächste Kunde anruft, gar kein Problem. Ihr könnt beliebig viele Tabs öffnen, Kostenvoranschläge miteinander vergleichen, wenn ihr mit mehreren Monitoren arbeitet. Bietet sich die Fensteransicht an, dann könnt ihr einen Kostenvoranschlag auf den einen Monitor und den anderen Kostenvoranschlag auf den anderen Monitor ziehen. Also das ist sehr komfortabel und finde ich, sticht bei Devis sehr hervor. Und ja, um das Ganze abzuschließen, geben wir jetzt unsere gerade übertragene Rechnung aus. Ich zeige euch das hier auf dem Bildschirm und damit ist die Rechnung fertig.